Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. You have a lawyer? No, sir, I don't. I'm just a patsy. Alle Geschichten über die Ermordung von JFK beginnen am Tatort. Dealey Plaza, Dallas, Texas, am 22. November 1963. Fast auf die Sekunde genau um 12.30 Uhr mittags. Und so werden wir es auch tun. Ich möchte an dieser Stelle den Schauplatz ein wenig beschreiben, soweit es ein rein akustisches Medium wie ein Podcast eben erlaubt. Damit ist es auch der richtige Augenblick, in Gänze die offizielle Version der Ereignisse vorzustellen, so wie sie von der Warren-Kommission und Präsident Lyndon B. Johnson am 24. September 1934, also fast ein Jahr nach dem Ereignis, der amerikanischen Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ich finde es besonders wichtig hervorzuheben, dass abweichende Positionen zu dieser offiziellen Erklärung nicht etwas sind, das in den darauffolgenden Jahrzehnten als eine populäre Verschwörungstheorie an die Oberfläche kam, also mit einem gewissen Abstand der Zeit. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Schlussfolgerungen des FBI wurden bereits Tage oder Wochen nach dem Attentat in Zweifel gezogen. Und der Bericht der Warren-Kommission brachte für die leidenschaftlichen Wahrheitssucher den Stein erst recht ins Rollen. Der Rechtsanwalt und Publizist Mark Lane begann noch vor dem Abschlussbericht der Warren-Kommission sehr erfolgreich Artikel zu diesem Thema zu publizieren. Bereits 4 Wochen nach dem Attentat schrieb Mark Lane einen brisanten Artikel, in dem er juristisch die Partei von Lee Harvey Oswald ergreift. Und seine Recherchen waren zum Teil dafür verantwortlich, dass überhaupt eine Warren-Kommission gegründet wurde, obwohl viele der Entscheider an der Spitze des amerikanischen Machtapparats nicht wirklich eine groß angelegte Untersuchung gut fanden. Es gab durchaus einen gewissen Geist in den Korridoren der Macht, diese Sache im Sand der Zeit versumpfen zu lassen. Doch das Thema kam in der amerikanischen Öffentlichkeit einfach nicht zur Ruhe. Der Bericht der Warren-Kommission sollte der ganzen Situation einen abgeschlossenen, endgültigen Eindruck verleihen. Es sollte ein Verschlussstein sein. Wie wir erfahren werden, hat man damit genau das Gegenteil erreicht. Und Mark Lane ist ein sehr interessantes Beispiel, da der Staat unglaubliche Bemühungen angestrebt hat, ihn öffentlich zu ruinieren und zu diskreditieren. Und übrigens, Mark Lane und die Warren-Kommission sind überhaupt der Grund, weshalb es heute den viel zu flapsig benutzten Ausdruck Verschwörungstheorie gibt. Sehr häufig gerade von Akademikern verwendet, die nicht gerne nachdenken, so höre ich ständig, dass zum Beispiel Historiker oder Archäologen, jene Sonntagsforscher, die irgendwelchen extravaganten Hypothesen nachhängen, rund um, sagen wir mal, Außerirdische oder Atlantis, diese dann als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Da möchte ich natürlich einwenden, dass jemand, der mindestens 10 Semester höherer Bildung genossen hat, vermutlich finanziert mit meinen Steuern, ein grundsätzliches Verständnis dafür haben sollte, was eine Verschwörung ist und warum die Bedeutung von Worten wichtig ist. Und Mark Lane war sozusagen der erste Verschwörungstheoretiker, als diese Bezeichnung frisch und neu war. Ob jedoch der CIA, wie so oft behauptet wird, für die Popularisierung des Ausdrucks verantwortlich ist, vermag ich nicht zu beantworten. Und es ist an dieser Stelle nicht wichtig. Mark Lanes Antwort auf die Warren-Kommission schlug sich in dem Buch Rush to Judgment nieder, das 1966 erschien und ein unglaublicher Bestseller war. Es wurde gefolgt von einem Dokumentarfilm nur ein Jahr später in 1967. Und das ist eine wertvolle Doku, da sie so viele kontroverse Augenzeugenberichte enthält mit Menschen, die in den darauffolgenden Jahren durchaus Einschüchterungen ausgesetzt waren und einige sogar zeitnah unter recht fragwürdigen Umständen verstorben sind. Ein weiteres, äußerst wichtiges Buch stammte von der emsigen Forscherin Sylvia Meager mit dem Titel Accessories after the fact. Das geschah also alles bereits in den 60ern und war in Wirklichkeit lediglich der Anfang. Die JFK-Ermordung sollte nie wieder zur Ruhe kommen.
Doch zurück nach Dallas, Texas. Die Kennedys trafen bereits am Vortag ein. Die Reise war ein vorbereitender Teil der Wahlkampagne für 1964. Und John F. Kennedy war auch nicht wirklich begeistert von der Idee, schon wieder nach Dallas zu fahren, angesichts dessen, dass er schon im Mai desselben Jahres in Texas gewesen war und der Herbst 63 eigentlich ein wenig zu verfrüht war, um schon wieder dort aufzuschlagen. Zumal klar war, dass er ohnehin im nächsten Jahr, dem eigentlichen Wahlkampagnenjahr, erneut hierher kommen würde. Und das ist ein winziges Detail, das sich lohnt, im Hinterkopf zu speichern. Es ist auch ein umstrittenes Detail, denn umgekehrt habe ich hier im Archiv Aufnahmen von John Connolly gefunden, der behauptet, die Reise nach Dallas war ausschließlich Kennedys Idee. Doch viele Kennedy-Forscher widersprechen dem und behaupten, dass dies alles auf Lyndon B. Johnsons Drängen stattfand und dass Connolly ein hochproblematischer Zeitzeuge ist, wenn nicht sogar ein Lügner, der in der allgemeinen Bevölkerung deshalb so viel Glaubwürdigkeit genießt, weil er eben mit seiner Frau in Kennedys Limousine saß und 3 Schüsse abgekriegt hat. In die Schulter, das Handgelenk und den Oberschenkel. Allerdings weist doch auch vieles darauf hin, dass Connolly eben kein vertrauenswürdiger Zeitzeuge ist. Texas war ein umstrittener Bundesstaat für Kennedy und keineswegs wahltechnisch gesichert. In 1960 hatte Kennedy den Lone Star State nur mit einem hauchdünnen Vorsprung gegenüber Nixon gewonnen und es bestand kein Zweifel daran, dass der in Texas recht unbeliebte Kennedy nur dank LBJ überhaupt eine Chance hatte. Die Autokolonne bewies allerdings, wie populär Kennedy in Dallas in Wirklichkeit war, doch eben bei den einfachen Leuten, aber vor allem bei Frauen, bei den Arbeiterinnen und Angestellten. Und bei Schwarzamerikanern. Doch Dallas war eine Stadt, in der ganz andere gesellschaftlichen Gruppierungen das wahre Sagen hatten. Und Kennedy hatte viele Feinde in Texas, er hatte viele Feinde in Dallas. Dies war auch keine typische Dichotomie zwischen Republikanern und Demokraten. Die Aversionen gegen Kennedy machten sich an spezifischen Themen fest, häufig jenseits der Parteipolitik. Umgekehrt galt der gebürtige Texaner Lyndon B. Johnson innerhalb der Demokratischen Partei als extrem konservativ bezüglich der Bürgerrechte und als extrem wirtschaftsliberal und grundsätzlich ziemlich weit rechts. LBJ gab gerne den taffen Texaner und sein Cowboystiefel steckte in jeder wichtigen Tür dieses Bundesstaats, von der Mafia über Exilkubaner, die Armee, der CIA bis zum Ölgeschäft. Doch Kennedy konnte Johnson nicht ausstehen, das ist kein Geheimnis. Dass JFK in den letzten Wochen mit seinem Bruder Robert darüber brütete, wie sie in der Wahlkampagne 64 doch noch auf Johnson verzichten konnten, ist ebenfalls kein Geheimnis. 10 Jahre später wurde Vizepräsident Spiro Agnew unter ähnlichen Umständen aus der Nixon-Administration entfernt und dem Gesetz überantwortet. Und vieles spricht dafür, dass die Kennedy-Brüder Ähnliches mit LBJ planten und dass LBJ genauestens davon unterrichtet war, dass die Kennedy-Brüder nicht nur seinen Ast absägen wollten, sondern dass Robert auch strafverfolgungstechnisch und gerichtlich gegen LBJ vorgehen wollte. Dallas hatte einen recht problematischen Ruf. Die Stadt trug manchmal den Spitznamen Southwest Hate Capital of Dixie, zu Deutsch die südwestliche Hasshauptstadt des Dixie. Nur einige Wochen vorher wurde Adlai Stevenson, der US-Botschafter der Vereinten Nationen, in Dallas mit Aggressionen und Zorn empfangen. Man hatte ihn beschimpft, angespuckt und sogar geschafft, ihn mit einem Knüppel oder einer Transparentstange zu schlagen. Autoren beschrieben später die Atmosphäre damals in Dallas als hasserfüllt und aufgestachelt durch ultrakonservative Elemente. Diese Dinge existierten nicht in einem Vakuum. Dies war der Kalte Krieg und dies war noch immer das Echo des Bay of Pigs-Desasters, für das Kennedy die Verantwortung übernahm. Einer der vorrangigen Gründe, weshalb man bereits im Herbst 63 in einem Wahlkampfmodus steckte, hatte damit zu tun, dass Kennedys Popularität zu sinken begann. Gerade im Süden, wo viele Leute ungern sahen, dass Kennedy sich für die Zivilrechte der Schwarzen stark zu machen begann. The Nigger Lover Kennedy war in den lokalen Bars keine seltene Formulierung damals.
Das hatte auch damit zu tun, dass die beiden Kennedys, also John und Robert, bei der Frage der Rassentrennung auf Universitäten ihr gesamtes politisches Gewicht in die Waagschale gelegt hatten. Sie wollten mit dieser Apartheid-Tradition rigoros brechen und die Rassentrennung auf den Unis endgültig beseitigen, wenn nötig mit der Hilfe der Nationalgarde. Und gerade die betuchten weißen Südstaatler hassten sie dafür. Noch schwerer wog die Tatsache, dass Kennedy nach einem politischen Brückenbau mit Chruschtschow und damit indirekt auch mit Castro strebte. Soft on Communism, weich gegenüber dem Kommunismus, war der damals häufigste Vorwurf. Ironischerweise ist nichts an Kennedys Politik auch nur ansatzweise sozialistisch. Der Mann war ein Zögling der Eliten und ganz sicher kein Bolschewik. Aber er glaubte tatsächlich an Friedenslösungen und besaß eine gehörige Skepsis bezüglich der ökonomischen Dimension der Rüstung. Und nicht jeder wusste in 1962, dass die Bereitschaft des Sowjets, die nuklearen Marschflugkörper wieder aus Kuba abzuziehen, explizit an das Versprechen gekoppelt war, dass die USA militärisch nicht Kuba angreifen würden. Das war Teil einer geheimen Hinterzimmerdiplomatie zwischen Kennedys und Chruschtschow und nichts, woran sich die amerikanischen Militärs gebunden fühlten. Auch wenn Kennedys politischer Kurs hierbei etwas zickzackartig war, was allerdings der komplexen Atmosphäre jener Jahre geschuldet wurde, in den 60ern erwartete man von einem Präsidenten, dass er wie wild rüstete. Und es trat auch zunehmend dieses Motiv in den Vordergrund, das heute nach 60 Jahren untrennbar von der amerikanischen Außenpolitik ist, das ständige und unaufhörliche Führen von fragwürdigen Kriegen in der Übersee. Kennedy nahm sich die Warnungen seines Vorgängers Ike Eisenhower zu Herzen. Eisenhower war beileibe kein Engel, aber er verstand, dass der Military Industrial Complex ein undurchsichtiges Biest mit 1000 Köpfen war. Und dieses Biest mit 1000 Köpfen lebte eben in einem Urwald, der Spiegel. Und John F. Kennedy hatte begonnen, den CIA zu dekonstruieren. Fast auf den Tag genau 2 Jahre zuvor hatte John F. Kennedy den Direktor des CIA, Allen Dulles, gefeuert. Das war der Preis, den es zu zahlen gab, dafür, dass Kennedy die Schuld für Bay of Pigs auf sich nahm, ungeachtet dessen, dass dies unter anderem zu weiten Teilen eine CIA- und Pentagon-organisierte Operation gewesen war, die Kennedy de facto in den Schoß fiel. Nur 2 Monate später, aus denselben Gründen, feuerte John F. Kennedy den General Charles Cabell, den stellvertretenden Direktor des CIA. Als Kennedy im November 1963 nach Texas floh, seinem gewaltsamen Tod entgegen, war der Bürgermeister von Dallas, Earl Cabell, Charles Cabells Bruder. All diese Punkte sind nicht zu unterschätzen. Die Ankündigung, nach Dallas zu kommen, hätte für den Secret Service alle nur erdenklichen Alarmglocken erklingen lassen müssen. Alles an diesem Besuch mutete wie ein Problem an. Oder zumindest als eine extrem ernste Aufgabe, deren Schwierigkeiten nicht zu unterschätzen sind. Doch wie wir sehen werden, war an diesem Tag der Secret Service uncharakteristisch lax. Und angesichts der äußerst verdächtigen Schlamperei während einer Donald-Trump-Rede, die in einem gescheiterten Attentatsversuch endete, stelle ich mir zunehmend die Frage, ob denn dieser eiserne Ruf, den der Secret Service genießt, letztendlich nur ein Produkt von Hollywood-Filmen ist. Zählt man noch dazu die faszinierende Autobiografie von Abraham Bolden mit dem Titel »The Echo from Dealey Plaza«, taucht der Secret Service in ein sehr zweifelbehaftetes Licht. Abraham Bolden war der erste schwarze Mitarbeiter von Secret Service, der auf ausdrücklichen Wunsch von John F. Kennedy dort berufen wurde und der bezüglich des Attentats auf Kennedy, den Abraham Bolden geradezu verehrte, eine ungewöhnliche Rolle spielte. Doch so weit sind wir noch lange nicht. Die politische Atmosphäre war damals geladen und undurchsichtig. Da war zuerst die gescheiterte Bay of Pigs-Invasion von Kuba, welche mühelos von Fidel Castro abgewehrt wurde, vermutlich basierend darauf, dass Castros Spione über den Vorgang perfekt Bescheid wussten und der Angriff mehr einer Falle ähnelte.
Einer Falle, die Elemente in USA willig in Kauf nahmen, als Teil einer Strategie, die dazu führen sollte, dass die Amerikaner in die Invasion einsteigen und die Marines hinterher schicken würden. Doch Kennedy schluckte diesen Köder nicht. Nach Bay of Pigs stieg Kennedys Zustimmungsquote auf ein Rekord hoch. Das war ein seltsames Phänomen. Kennedy übernahm für das Fiasko die Verantwortung, aber für Presse und Bevölkerung blieb nicht unbemerkt, dass dies nicht unbedingt sein Fuck-up war, sondern dass der Präsident einfach männlich geblieben ist und das Ehrenhafte getan hat, anstelle mit dem Finger auf seine Ratgeber und Generäle zu zeigen. Kennedy hatte daraufhin gesagt: Mein Gott, das ist ja schlimmer als mit Eisenhower. Je schlechter ich mich anstelle, desto beliebter werde ich. Doch als dann ein Jahr später, im Oktober 1962, Kennedy das Land durch die extrem gefährliche Kuba-Krise manövrierte, kostete es ihn zu Hause an Popularität und seine Approval Rate sank zunehmend. Seine Gegner befeuerten dies und all diese Behauptungen kamen in den Umlauf, dass Kennedy eben soft on communism ist. Und ja, schon damals behaupteten die geistig etwas arg trägen, dass Kennedy in Wirklichkeit ein Agent der Russen ist, sozusagen ein verschlagener Chruschtschow-Versteher. Wie wenig hat sich geändert. Senator Ralph Yarborough wurde wohl im Sommer 1963 von Kennedy kontaktiert mit der Frage, was denn getan werden könnte, um JFKs Image in Texas aufzubessern für die kommenden Wahlen. Yarborough sagte ihm, die beste Idee wäre doch, Jackie mit nach Texas zu nehmen, damit all die Frauen dort sie endlich sehen können. Und Jacqueline Kennedy ist nie zuvor in Texas gewesen oder im Südwesten der USA im Allgemeinen. Doch den eigentlichen Ausschlag gab zu der Reise nach Dallas ein Treffen zwischen John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson und Gouverneur John Connally in El Paso am 5. Juni 1963 im Hotel Cortez, wo Kennedy übernachtete. Dort fand jene hitzige Debatte statt, welche dazu führte, dass Kennedy schließlich nachgab und einer in seinen Augen verfrühten Reise nach Dallas zustimmte. Zumal hier das Argument in der Luft schwebte, dass er, Kennedy, sich gerade in solchen Städten nicht verausgaben müsste oder nicht müssen sollte, gewahr dessen, dass er genau deshalb Lyndon B. Johnson als Vizepräsidenten auf dem Stimmzettel hatte, damit dieser ihm bei den Wahlen Texas lieferte. Solche Reisen hatten allerdings stets vielschichtige Funktionen, allem voran to raise money. Amerikanische Präsidentschaftswahlen sind äußerst monetaristische Vorgänge. Vom Kandidaten wird erwartet, dass er eine mächtige War Chest hat, eine sogenannte Kriegstruhe mit seinen Kampagnenmitteln. Und das Ergebnis bemisst sich häufig daran, wer mehr Geld hat. Geld, das dann flott von den Medienanstalten abgeschöpft wird, welche den Kandidaten dann präsentieren. Somit der Präsident, wie auch ein jeder amerikanische Spitzenpolitiker, ist auch ein ständiger Spendensammler. Und wie gesagt, bereits hier, Monate vor der eigentlichen Reise nach Texas, beginnt bereits der Kampf um die Wahrheit. Und bereits hier prallen zwei Erzählungen aufeinander, eben bezüglich der Frage, ob Kennedy auf die Herbstreise nach Texas drängte oder ob er dazu von Johnson und Connally gedrängt wurde. Am 21. November, also einen Tag vorher, besuchte Kennedy und die First Lady Houston und San Antonio, zwei texanische Städte mit schwerer Rüstungsindustrie und Raumfahrtforschung. Kennedy sprach sich dort stark für die Rüstung aus und natürlich sprach er in Houston zur NASA, der er bereits das grüne Licht für das ehrgeizige Mondprojekt gegeben hatte. Beide Auftritte waren ein euphorischer Erfolg. Die Kennedys entspannten sich zunehmend und die anfangs geschöpfte Sorge, dass die öffentlichen Auftritte mit Hasstiraden empfangen werden, verflog sich. Denn ihr Besuch war von vielen Blumensträußen begleitet und von euphorischer Freude der Bevölkerung entlang der Straßen. Vielleicht war das mit Texas alles nicht ganz so schlimm. Noch am selben Abend flogen sie weiter nach Fort Worth und landeten am Carswell Air Force Flugplatz. Von dort wurden die Kennedys und Johnsons, also LBJ und seine Frau, die alle bis heute unter dem Spitznamen Lady Bird kennen, in das historische Hotel Texas gefahren, um dort zu übernachten. Wir befinden uns also ungefähr 18 Stunden vor dem Ereignis X. Der Freitag des 22. November kündigte sich als ein schöner Tag an.
Beim Sonnenaufgang regnete es zwar noch vereinzelt, doch im Verlauf des Morgens sollten sich die Wolken klären. Das gibt all den Fotos, die wir von den Kennedys am Vormittag haben, zusätzlich diesen herzlichen, sonnigen Charakter. Jacqueline Kennedy zog sich an diesem Tag das rosarote Kleid von Chanel mit diesem adretten Hut an, der mit recht vielen Haarspangen an den Haaren befestigt war, da es zu vermeiden galt, dass der Fahrtwind in der offenen Limousine die Kopfbedeckung davontrug. Sie würde sich später in Downtown Dallas ein wenig beklagen, dass sie zu warm angezogen sei und dass es ihr langsam zu heiß ist. Das Frühstück im Hotel würde von der Fort Worth Chamber of Commerce ausgetragen und Kennedy hielt dort eine kurze Rede. Er machte eine lustige Bemerkung darüber, dass sich die Presse überhaupt nicht mit Lyndons und seinem Anzug beschäftige und alle Aufmerksamkeit auf Jackie und ihrem Kostüm lege. Draußen vor dem Hotel hatten sich über 1000 Leute versammelt, trotz des letzten kühlen Nieselregens. Doch im selben Augenblick brachen die Wolken endgültig auf und alles wurde in gut gelauntes Sonnenlicht getaucht. Nach dem Frühstück wurden die Kennedys zurück zum Carswell Air Force Flugplatz gefahren, wo sie erneut in die Air Force One stiegen, mit dem Ziel, nach Dallas zu fliegen. Nun ist es so, dass Fort Worth und Dallas Nachbarstädte sind und der Flug dauerte genau 8 Minuten. Mit an Bord war der texanische Gouverneur und jahrelanger Busenfreund von LBJ, John Bowden Connolly Jr. und dessen Ehefrau Nellie. Wie mehrmals erwähnt, würden die Connollys später in der tödlichen Limousine vor den Kennedys sitzen. Kennedy soll aus dem Fenster des Flugzeugs rausgeschaut und zu Connolly gemeint haben: Wir haben Glück, das Wetter hält. Die Sache mit dem Loughfield-Flughafen in Dallas war etwas absurd, denn ein 8-minütiger Flug mutete vollkommen unnötig an. Doch beide Flughäfen befanden sich in einem Konkurrenzkampf, da schon lange zur Debatte stand, dass einer dieser beiden Flugplätze redundant ist und vielleicht eingestellt werden sollte. Und deshalb war es so wichtig, dass Kennedy seinen Fuß auf beide Flughäfen setzte, um hier keine Präferenzen durchklingen zu lassen, weil das sonst wie eine Einmischung in texanische Angelegenheiten gewirkt hätte. Das Wetter erwärmte sich während des Vormittags schnell, weshalb man in all den Fotos viele Leute sieht, die nur dünne Hemden tragen. Die Kennedys sind um 11.45 Uhr in Loughfield in Dallas gelandet. Wir befinden uns also 45 Minuten vor dem Ereignis X. Die Strecke der Autokolonne war kein Geheimnis. Das wurde schon seit Tagen in Zeitungen abgedruckt, oft mit hilfreichen kleinen Kartenskizzen. Noch in der Morgenausgabe vom 22. November druckte die Dallas Morning News nicht nur die Route der Kennedys ab. Diese gesamte Titelseite der Zeitung ist ein stummes Zeugnis der politischen Risse, welche die Stadt zerteilten, nicht nur zwischen Republikanern und Demokraten, sondern auch innerhalb der Demokratischen Partei. Übrigens waren die kleinen Streckenskizzen in den Zeitungen nicht so detailliert, dass man darauf nun unbedingt die fragwürdige Kurve zu Elm Street identifizieren könnte. Dieser Punkt sollte später noch wichtig werden. Doch der Empfang der Kennedys war ungewöhnlich enthusiastisch und herzlich, was vermutlich sogar einige der Beteiligten überraschte. Zeitzeugen berichten, dass zwar im Hintergrund allerlei Animositäten abliefen, aber dass eben die normalen, gewöhnlichen Leute gut gelaunt, neugierig zu dem Straßenkorridor kamen. Viele Frauen waren darunter, vielleicht weil sie Hausfrauen waren und sich deshalb nicht extra freinehmen mussten, aber dies war ein Freitag und viele Leute hatten ihre Läden zugemacht oder einfach ihre Mittagspause eine halbe Stunde früher genommen, um anschließend den Präsidenten und seine berühmte Gattin in Augenschein zu nehmen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss. Die Autokolonne war mindestens 5 bis 7 Minuten verspätet. Und dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen und sollte unbedingt memoriert werden. Zu jener Zeit, als die Autos auf die Dealey Plaza fuhren, hätte Kennedy bereits im Trademark auf die vorbereitete Bühne steigen müssen, um seine Rede vor den Geschäftsleuten der Stadt zu halten. Hier in Downtown Dallas kamen viele der Menschen wegen Jackie. Und die Gesichtsausdrücke auf den Fotos zeigen eine große Euphorie. Ablehnung und Missmut kam allerdings durch einige spezifische Gesten zustande. Zum einen wurden hier und da Südstaatenfahnen geschwungen, was eine klare politische Aussage besaß. Und hier und da standen einzelne Kennedy-Gegner mit selbstgebastelten großen Pappen, auf denen irgendwelche Protestslogans standen, Sachen wie »JFK ist ein Kommi«
und Ähnliches. Deutlich weniger zurückhaltend waren einige Akteure, die entlang der Straße Handzettel verteilten, mit der Überschrift »Gesucht wegen Verrat«. Darauf stand so eine Art Sieben-Punkte-Manifesto, das erläuterte, weshalb Kennedy ein Landesverräter war. Und in der bereits erwähnten Lokalzeitung Dallas Morning News hatte jemand eine ganze Seite gekauft für eine Anzeige mit der Überschrift »Welcome, Mr. Kennedy, to Dallas«. Der Text darunter ist eine einzige Hasstirade und unübersehbar ist die ständig wiederholte Anrede Mr. Kennedy statt dem angemessenen Mr. President. Die Verfasser des Textes waren eine eher ominöse Gruppe namens The American Fact-Finding Committee und der Text war namentlich gezeichnet von einem Bernard Weisman. Dieser allerdings entstammte dem intimsten Umfeld von Major General Edwin Walker, einem der rechtsradikalsten Exemplare der US-Armee. Walker erlangte durch den Bericht der Warren-Kommission Berühmtheit, da am 10. April desselben Jahres, also 7 Monate zuvor, Lee Harvey Oswald angeblich während der Nacht einen Schuss auf Walker abgefeuert hatte, während dieser gemütlich in seinem Wohnzimmer saß, ihn aber verfehlte. Im Bericht der Warren-Kommission wurde dieser äußerst merkwürdige Zwischenfall als Begründung verwendet, um zu zeigen, dass Lee Harvey Oswald gewaltbereit war. Ihr könnt euch denken, dass wir in der Zukunft nochmal zu diesem Ereignis zurückkehren werden, um ihn detailliert zu beleuchten. Die Autokolonne bestand aus mindestens 15 Limousinen und Autos und die exakte Zahl ist nicht wirklich gut dokumentiert. Zum Zeitpunkt des Attentats befanden sich also höchstens die ersten 8 oder 9 Limousinen auf der Dealey Plaza, während die verbleibenden Autos noch immer auf der Main Street fuhren. Für den Vorgang relevant sind nur die ersten 6 Autos, die alle in einem Abstand von ungefähr 15 Metern fuhren, wobei sich ja jeweils die Secret Service Autos mit den Limousinen der Politiker abwechselten. Der Autokolonne fuhr der sogenannte Pilotwagen voraus. Heute wird es oft so gezeigt, als ob Kennedys graublaue Limousine sozusagen der zweite Wagen in der Kolonne war, und das stimmt in gewisser Weise. Aber ungefähr eine Viertelmeile vor ihnen fuhren 3 Autos, das Advance Car, das Pilotauto, dessen Aufgabe in erster Linie sicherheitstechnischer Natur waren, und das Lead Car, an dem sich die Autokolonne orientierte. Zwischen dem Pilotauto und dem Leadcar befand sich allerdings noch ein Schwarm aus 8 Polizisten auf Motorrädern. Nach diesem Abstand kam dann das tatsächliche erste Auto mit Mitgliedern der Polizei und des Secret Service an Bord, dicht gefolgt von der offenen Limousine des Präsidenten, hinter der dann wiederum das offene Auto des Secret Service fuhr mit 4 Mitarbeitern auf der Außenplattform des Wagens stehend. Dealey Plaza ist ein besonderer Ort, der manchmal als Geburtsort von Texas bezeichnet wird. Das Grundstück war die Spende einer reichen Texanerin im 19. Jahrhundert und hier wurde das erste solide Gebäude der ganzen Stadt gebaut. Die markanten Bauwerke, die alle ausschließlich die östliche Seite des Platzes markieren, entlang der Houston Street, wurden alle in sehr unterschiedlichen Jahrzehnten erbaut und repräsentieren unterschiedliche architektonische Stile. Der Platz selbst wurde nach George Bannerman Dealey benannt, der ein bekannter Geschäftsmann und Gründer der regionalen Zeitung Dallas Morning News war. Dealey Plaza hat sich seit den Tagen des Attentats überhaupt nicht verändert. Das hat aber nichts mit Kennedy zu tun oder nur zum Teil. Es ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass der Platz unter Denkmalschutz steht und auch so konzipiert wurde. Also lange vor Kennedy. Insbesondere wegen den sogenannten Pergolas und Peristyle, die symmetrisch an 4 markanten Stellen des Platzes erbaut sind. Das auffälligste Merkmal erhielt der Platz in den 40er Jahren durch den damals begonnenen Bau der dreifachen Unterführung, der Triple Underpass, den wir hier noch häufig erwähnen werden. Und die riesige offene Baustelle der dreifachen Unterführung, die Dallas über den Stemmons Freeway mit Fort Worth verbindet, wurde in den 40ern und 50ern auf Postkarten gedruckt, da die Baustelle so aufsehenerregend war. Das ist ein zentrales Merkmal dieses Platzes, dass hier 3 parallel verlaufende Hauptstraßen zusammenkommen und sich durch 2 symmetrische Kurven der äußeren beiden Straßen zu einem breiten Strang vereinen. Die 3 Namen der Straßen werden wir noch öfters hören. Es sind Commerce Street, Main Street und die berühmte Elm Street, auf der sich das Attentat ereignet.
Interessant ist ja, dass alle drei Straßen in Wirklichkeit sehr lang sind und parallel zueinander das ganze Downtown Dallas durchschneiden und hier auf der Dealey Plaza zu einem Bündel zusammenlaufen. Hierin steckt auch ein Problem, über das die Attentatsforschung immer wieder gestolpert ist. Die Autokolonne kam über die mittlere der drei Hauptstraßen, also über die Main Street, auf Dealey Plaza, beschrieb dort die harte 90-Grad-Kurve auf die quer verlaufende Houston Street und begann anschließend diese extreme 130-Grad-Kurve nach links in die Elm Street, also fast ein U-Turn. Auf der Höhe des Texas Coolbook Depository Gebäudes fuhren die Autos mit gerade mal 12 oder 15 km/h. Es ist ja oft gesagt worden, dass dies eine ungewöhnliche und sicherheitstechnisch extrem fahrlässige Wahl des Streckenverlaufs war. Wäre die Autokolonne einfach auf der Main Street geblieben, ohne diese verlangsamende Doppelkurve zu beschreiben, die Autos wären vermutlich viel zu schnell gewesen, um ein erfolgreiches Attentat zu verüben. Zumal hier auf der Dealey Plaza die öffentliche Vorführung des Präsidenten ohnehin zu Ende war. Hier noch extra dieses Zickzack-Manöver einzulegen, erschien für diese restliche Zuschauermenge sehr ungewöhnlich. Eigentlich wäre es zu erwarten, dass in dem Augenblick, in dem Kennedys Limousine über die Main Street die Dealey Plaza erreicht, man auf das Gaspedal treten würde, um die Zuschauer hinter sich zu lassen, von denen sich hier auf der Plaza nur noch ein Bruchteil befunden hat. Und diese paar Leute hätten auch die Main Street säumen können anstelle der Elm Street. Für die 100 Leute wäre es kaum ein Unterschied gewesen, da hier zwischen der Main Street und Elm Street nur 15 oder 20 Meter grasbewachsener Verkehrsinsel besteht. Das ganze Zickzack-Manöver erscheint an dieser Stelle sichtlich übertrieben und wurde mehr als häufig als ein brutales Versäumnis des Secret Service beschrieben, der eine so verlangsamende Kurve wie zwischen Houston und Elm gerade in einer offenen Limousine niemals hätte gestatten dürfen. Zumal es hier ohnehin nicht mehr so viele Zuschauer gab. Deshalb sieht man auch in den Fotos eine so überschaubare Anzahl aus Leuten. Im Grunde nur eine Handvoll. Und viele von ihnen werde ich in diesem Podcast beim Namen nennen und auf sie eingehen. Doch das bedeutet nicht, dass diese präsidiale Autokolonne schlecht besucht war oder wenig Aufmerksamkeit nach sich zog. 3 Minuten zuvor war die Autokolonne durch riesige Menschenmassen gefahren, teilweise 10 oder 15 Reihen tief. Das war ein unerwarteter, euphorischer Menschenauflauf, der da zusammenkam, nicht zuletzt wegen Jackie Kennedy. Die seltsame Beschaffenheit von Dealey Plaza spielt hier eine Rolle. Wenn man dort steht, merkt man, wie sehr diese modernen Peristyle, die da entlang der Houston Street gebaut wurden, die Sicht komplett versperren. Befand man sich also gerade auf der Houston Street, vor der Elm Street-Kurve, war es kaum möglich, irgendetwas zu sehen, das sich nur 50 Meter weiter auf der Elm Street abspielte, weil die Peristyle im Weg stehen. Sichtlich interessant ist auch das sogenannte offene Presseauto, in Fotos erkennbar, da es die Zahl 5 auf einer der Autotüren aufgeklebt hatte. Geplant war eigentlich, dass das Presseauto, vollgepackt mit Fotografen und Kameraleuten, direkt hinter dem Secret Service Auto, das unmittelbar Kennedys Limousine folgte, hinterherfahren sollte, also an 5. Stelle. Doch aus unerklärlichen Gründen wurde es im Verlauf der Fahrt immer weiter nach hinten delegiert, sodass zum Zeitpunkt des Anschlags der Pressewagen noch gar nicht richtig die Dealey Plaza erreicht hatte. Als die Schüsse fallen, ist der Wagen noch auf der Main Street, 2 Kurven hinter dem Ereignis. Und das ist ein unglückliches Detail, denn ein beachtlicher Teil der Film- und Fotoaufnahmen, die wir in den Sekunden des Anschlags besitzen, wurden von Amateuren am Straßenrand gemacht, mit Amateurfotoapparaten, mit Amateurkameras. Mit der Ausnahme von 2 oder 3 waschechten Journalisten, die mit am Straßenrand standen. Doch ausgerechnet das Auto, das vollgepackt mit professioneller Aufnahmetechnik war und dessen Insassen eigentlich die Aufgabe hatten, die Kennedys von hinten zu filmen, war im Verlauf der Fahrt immer weiter zurückgefallen. Die Autokolonne hatte eigentlich nach dem Triple Underpass vorbei am Stemmons Freeway zum Trademark fahren müssen. Das muss man sich als eine Art Industriegebiet vorstellen. Die Limousine wäre nach Dealey Plaza noch gut 5 Minuten auf der Hauptstraße entlang des Victoria Parks nach Norden gefahren und hätte damit das Ziel erreicht. Geplant war, dass Kennedy im Trademark eine weitere Rede hält und dass es dort ein Mittagessen gibt. Damit wäre Dallas abgehakt gewesen. Danach wären die Kennedys nach Austin geflogen, wo sie ein großes Fundraising-Dinner erwartete,
für $100 pro Teller. Das alles ist sicherlich ein emotionaler Faktor bei der Betrachtung des Mordes. All das geschah in den letzten 30 Sekunden der Autokolonne. All das geschah an den letzten 100 Metern der Autokolonne. All das wäre vermeidbar gewesen, wenn die Autoschlange gar nicht erst in Dealey Plaza herum manövriert hätte und einfach nur die mittlere Main Street zum Triple Underpass hinuntergedüst wäre, gemessen daran, dass die Zuschauer hier schon so dünn gesät waren. Doch das geschah nicht. Während das graublaue Auto mit den Kennedys und Connollys an Bord nach links in die berüchtigte scharfe Kurve der Elm Street einbog, griff in dem Wagen vor ihnen der auf dem Beifahrersitz befindliche Secret Service Agent Winston G. Lawson zum Funkgerät und gab einen Zielort beim Trademark durch: Wir sind in 5 Minuten da. Während die graublaue Limousine stark verlangsamt über die leicht abschüssige Terrainwelle der Elm Street fährt, erblickt an ihrem Ende Jackie Kennedy die dominante Einfahrt in den dunklen Triple Underpass. Die Gattin des Präsidenten denkt in diesem Augenblick, wie toll es sein wird, endlich in dem kühlen Schatten der breiten Unterfahrt zu verschwinden. Sie spürt inzwischen die Schweißperlen auf der Stirn, da sie in einem herbstlichen Kostüm unter einer grellen texanischen Mittagssonne sitzt. Nun, da die mit gewisser Besorgnis erwartete Autofahrt durch Dallas in nur wenigen Sekunden vorüber sein soll, kann sich Nellie Connolly nicht mehr zurückhalten und dreht sich zu den Kennedys nach hinten. »Herr Präsident«, sagt sie, »Sie können nicht behaupten, Dallas würde Sie nicht lieben.« Nach der Aussage von Jackie Kennedy soll JFK gelächelt und gesagt haben, »Nein, das sicherlich nicht.« Während sich die Gouverneursgattin wieder zurückdreht, knallt der erste Schuss. Sie kann im Augenwinkel sehen, dass Kennedy beide Hände hebt und nach seiner Brust greift, ungefähr auf der Höhe seiner Schlüsselbeine. Sie sagt später aus, dass sie sich an keine Worte von Kennedy erinnern kann, nur an diesen leeren Gesichtsausdruck, den er plötzlich angenommen hatte. Doch Roy Kellerman, der Secret Service Agent, der mit ihnen fährt und sich vorne auf dem Beifahrersitz befindet, sagt später aus, dass er genau gehört hatte, dass der Präsident leise ausrief: Gott, ich bin getroffen. Die Limousine passiert das große grüne Straßenschild, auf dem der Stemmons Freeway angekündigt wird. Neben dem Straßenschild steht stumm ein schlaksiger Mann, der trotz des milden, schönen Wetters seinen Regenschirm geöffnet hatte. Jackie Kennedy dreht sich zu ihrem Ehemann, ihre Hände greifen nach seinen Handgelenken. Nur einen Atemzug lang, 2, höchstens 3. Inzwischen kollabiert vorne Gouverneur Connolly blutend in den Armen seiner Frau Nellie und scheint zu rufen: Mein Gott, sie töten uns alle. Ein deutlicher, schärferer Knall erklingt. Kennedys Kopf scheint geradezu zu explodieren und er scheint für einen Bruchteil der Sekunde in einer rötlichen Wolke des Bluts, während sein Oberkörper in Jackie Kennedys Richtung gerissen wird. Teile des Kopfs und unzählige Blutspritzer befinden sich im Inneren der Limousine, während auf dem flachen, großen Heck hinter ihnen ein ganzes Stück Gehirnmasse liegt. Benommen und vollkommen abwesend beginnt Jackie, auf das Heck zu klettern. Clint Hill, der Secret Service Agent, der in der offenen Limousine hinter ihnen fährt, ist zu diesem Zeitpunkt bereits von der Fahrplattform auf das Straßenpflaster gesprungen und holt sprintend den Wagen ein. Er versucht im Laufen auf das Heck der blauen Limousine zu springen, um Jackie Kennedy zu beschützen. Das Auto fährt zu diesem Zeitpunkt ungefähr 10 oder 12 Kilometer pro Stunde und somit gelingt der Sprung erst nach 1 oder 2 Sekunden. Gleichzeitig mit diesen Ereignissen ruft Agent Kellerman, der vorne auf dem Beifahrersitz ist, zu dem Fahrer William Greer, der zugleich der Leiter der Secret Service Einheit ist: Raus hier, wir wurden getroffen. Im selben Zug greift Kellerman nach dem Funkgerät im Armaturenbrett und verbindet sich mit seinem Kollegen in dem Auto vor ihm. Er sagt: Lawson, hier Kellerman, wir wurden getroffen. Bring uns hier sofort raus, in ein Krankenhaus. Winston Lawson ist der Beifahrer im Lead Car, das dem Pilotauto folgt. Beide Autos starten durch und verschwinden in Sekundenschnelle in der dreifachen Unterführung. Clint Hill befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch immer zusammen mit Jackie Kennedy auf der Haube der Limousine. Es gelingt ihm kaum, ihr Handgelenk zu berühren. Jackie klettert bereits zurück auf den Rücksitz, wo für die restliche Fahrt der zerschossene Kopf ihres Mannes in ihren Armen ruht. Clint Hill wird bis zur Ankunft im Parkland Hospital auf dem Heck des Autos bleiben.
Nellie Connelly sagte später, sie hörte, während der kurzen, fünfminütigen Fahrt ins Krankenhaus, hinter ihr Jackie Kennedy leise sagen: "Ich habe ein Stück seines Gehirns in meinen Händen." Ich möchte an dieser Stelle langsam zum Ende der Episode kommen. Das hat damit zu tun, dass ich bemüht bin, die Episoden kurz zu halten. Bei diesem Thema ist es sehr leicht, bei aufgedunsenen zweistündigen Podcast-Folgen zu enden, welche dann unter dem Gewicht der Informationen einknicken. Ich möchte stattdessen versuchen, präzise und isoliert bestimmte Aspekte der ganzen Geschichte zu beleuchten, aber auch zu versuchen, sie später dann in einen größeren Kontext zu stellen. Doch für all das sind stundenlange Episoden eher ungeeignet. Doch bevor ich anfange, mich mit den Hunderten, ja sogar Tausenden Details zu beschäftigen, welche untrennbar sind von diesem rätselhaftesten Verbrechen des 20. Jahrhunderts, muss ich auch eben um eine gewisse Geduld bitten. Wir müssen erstmal das Objekt unserer Betrachtung in die Mitte des Raums stellen. Damit meine ich die sogenannte offizielle Version der Ereignisse, so wie sie von der Warren-Kommission ein Jahr später abgesegnet wurde. Und das Attentat auf John F. Kennedy besteht dabei aus zwei Perspektiven, zwei Schicksalslinien, dem Ereignis selbst in Dealey Plaza in der Autokolonne und die Perspektive des Attentäters Lee Harvey Oswald. Ich werde dies aufgeteilt auf zwei Episoden behandeln. Das hier war nun die erste der beiden Episoden. Bevor wir uns also mit den alternativen Erklärungsversuchen beschäftigen und die Ergebnisse von 60 Jahren JFK-Assassination-Forschung betrachten, ist es zwingend notwendig, erstmal gewisse Basisarbeit zu leisten und die Leinwand bereitzustellen. Und so wie es in dieser Folge hier um die letzten 24 Stunden im Leben von JFK ging, wird es in der nächsten Episode um die letzten 3 Tage im Leben von Lee Harvey Oswald gehen. Und danach können wir den eigentlichen Abstieg in den umstrittenen Kaninchenbau beginnen. Bis zum nächsten Mal in der Wildnis der Spiegel. In the vicinity of where the two men I've described were, there was a flash of light, and there was something which occurred which caught my eye in this immediate area on the embankment. What this was, I could not say at that time, and at this time I could not. As the presidential limousine was rounding the curve on Elm Street, there was a loud explosion. At the time, I didn't know what it was, but it sounded like a loud firecracker or a gunshot. And it sounded like it came from the left and in front of us towards the wooden fence. And there was a puff of smoke that came underneath the trees on the embankment. At the time the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence. Between the book depository and the railroad track. I looked up and saw a man running up this hill.